Ui. Gut. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann packen wir das Eisen. Ballern es hier rein. Ja. Und dann machen wir noch mehr Pfeile. Damit wir endlich den Zement machen können. Schimmentosch. Es gibt ein bisschen Mementos. Ja, jetzt scheint zumindest das Internet wieder sich ein wenig beruhigt zu haben. Man darf es aber nicht zu viel loben. Jetzt macht es wieder das, was es will. Stopp. Gleich sind die Pfeile fertig. Perfekt. Dann kann ich noch ein bisschen Zement machen. Wir machen mal. Wir können eh nur zweimal Zement machen, weil. Wow. Das braucht einiges an Stein. Holy moly. Das ist ja wirklich gar nicht zu spaßen. Hi. Ja, also für Zement brauchst du schon ziemlich viel Stein. Ne? Da sind jetzt 20 Zement. Man macht immer 10. Und wie viel Stein braucht man für 10? 50. Oh. Ja, das dauert auch sehr lange, also ich würde sagen. Aber wir haben schon 213 Metallbar. Das heißt, jetzt könntest du. Will ich hier eigentlich Stein drin? Ja, man weiß es nicht. Nichts machen, weil ich sowohl Stein als auch Feuerdrüsen brauche. Stimmt. Da war's. Also würde ich jetzt. Wo hatten wir denn so. Ich guck mal, Foxparks sind ja Feuer. So, 3 Habitat. Inseln, die noch ganz viel vorhanden sind. Ich würde mich jetzt einfach mal runter bewegen und gucken, ob da noch ein paar Foxparks sind. Jo. Jo, jo. Genau, wir brauchen auch noch Blitzdrüsen. Die muss ich auch noch. Die muss ich auch noch holen gehen. Für den Generator. Mhm. Was ich machen könnte, wäre auf jeden Fall mal hier ins Lager. Nee, eigentlich in das andere Lager. Was sind die nur so? Okay, ich glaube, der droppt echt eine Zuckerwatte, was natürlich richtig mies wäre. Wie kann man die Zuckerwatte überhaupt gebrauchen? Wir können auch gar keinen, wir können auch gar keine Zuckerwatte verwerten. Wir haben noch nicht den. Oder man kann einfach nichts mit der Zuckerwatte machen. Kann man die so essen? Ja, glaub schon. Dann. Würde ich vielleicht einfach mal so. Ich geb dir ein paar jetzt genau. 19 Zuckerwatte haben wir schon. 20 Zuckerwatte. Oh, die legen die sich einfach da in ihr Nahrungsding da rein. Ja, super. Ja, ja. Passt doch an. Ja, ja, die sterben nur an Zuckerschock, ne? Also wie war das? Die beißen da einmal rein und dann fallen die um? Nur. Fleischfressende Pal. Ah, Diabetes lässt grüßen. Oh ja. So. Ich wollte mir noch ein
Dann muss ich den Fuddler, glaube ich, rausnehmen, ja. Das da sollte ja dann funktionieren. Ich hab mir das Halsband geholt, ja. Dann brauche ich... Dann will ich noch den King Packer Sattel, aber dazu brauche ich nochmal extrem viele Faser. Schon wieder nur 6 gemacht wurden, weil die... Weil Pengolet sich denkt, ich bewässere lieber. Nein. Gibt es nur eine Priorität. Und die nennt sich Fasern machen für mich. Und dann gehe ich noch einmal solche Sparkits und so fangen. Wo kriege ich die am ehesten? Wahrscheinlich in dem Gebiet da. Ja, nur bis jetzt glaube ich nur Sparkits wirklich gesehen, die das haben, ne? Oder was sagt der Paldix? Ja, nicht alles, was Elektro angeht. Ah ja, stimmt, warte, der Elektrodrüse-Boy. Kann man... Na, leider kann man... nicht gucken. Leider kann man nicht filtern, sonst hätte ich mal nach Elektro-Dingern gefiltert. Das sind Sparkits. Oder? Okay, die spawnen überall hier so. Gut, 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 gut. Dann fangen wir doch ein paar. Und ich brauche noch ein paar. Oder Sparkits. Wie viel brauche ich davon noch für meinen Fangbonus? Noch 5! Okay. 5 ist, 5 ist doch noch ein bisschen was. Kids, wo seid ihr? No, Capriti. Na? Sag mal. So schnell. Hallo, bleib doch mal bitte. Was macht? Warum bleibt es nicht hier drin? Und was halt mit dem da? 60 bei 69%.
Mir bleibt die Sprache weg, ey. 69% und das Ding bleibt mit in der Palsphäre. Heftig. Nee, der Witzka, ey. Manometer. Ganzen Munitionsdinger hier einsammeln. So, wo sind denn hier die Sparkits? Und? Help? Help? Was ist los? Oh, mein Spiel ist abgestürzt. Schon wieder? Das ist ja doof. Ja. Ja, ich kann leider auch nichts dafür. Ich weiß nicht, was gerade ist. Guck mal gerade, der Server sagt aber auch nichts. Habt ihr wirklich nicht, warum das heute immer wieder passiert? Ja. Mal die letzten Male ist ja gar nichts gewesen. Ja, heute war aber auch. Heute ist der Wurm drin. Heute ist einfach der Wurm drin. Ich sag's dir. So. Bin ich denn überhaupt in dem richtigen Gebiet, wo jetzt die Barkids waren? Ja, eigentlich schon. Zumindest so halb. Hörst du mich jetzt wieder? Ja, ich höre dich. Gut. War nämlich wieder weg. Uah. Jetzt wieder da. Verbinde mich jetzt noch einmal. Ja. Upp, zuckt immer so ein klein wenig, wenn du dich verbindest. Wo geht? So. Oh, gut, warte. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, ich bin Level 28. Fang aber wieder nur Stuff, den ich eigentlich gar nicht so fangen will. Schauen wir mal, was unsere Pals so geschafft haben hier. Echt nicht so viel da rein, ne? Weiter. Das Lager. Und dann lagern wir mal aus. Wo bist du eigentlich gerade unterwegs? Auf der Suche nach, Feuerdingern. Feuerdrüsen. So. Ja, ja, ja. Da war etwas. Oh.
Ich glaube, ich kann mal in der Powerbox auch mal nach Level. Da müsste ja relativ weit vorne sein im Level. Oder auch nicht. Da ist er. Tauschen wir mal einen da aus hier. Nice. Okay. Ja, leider produziert er echt nur Zuckerwatte. Das ist natürlich doof. Da müssen wir ein paar von denen fangen gehen. Aber dann müsste doch auch mal was anderes dabei sein. Meinst du? Hey, dieses Öl. Nee. Ist es nicht. Ist leider nicht mit dabei. Überall. Kann ich nicht sagen, wo? Keine Ahnung. Von unten? Wo von unten? Bei dir? Ah ne, von hier unten. Von ja. Hinten an. Da sind sie. Spiel leckt schon wieder. Noch halte ich mich. Hallo, Liv. Hallo, Chillet. Chill. Einfach nur den Leuten zugucken. Ja, ja. Chill ist auch auf Angriff gestellt. Greift es nicht an. Oh Gott. Eieieiei. Die gehen wirklich sehr schnell tot. Einfach zu krass. Okay. Ich habe keine Sparklets gefunden. Oh, wir brauchen noch welche. Ich will halt eigentlich noch diese Fließband, das Fließband-Ding bauen. Das will ich eigentlich noch hinbekommen. Fuck. Das glaube ich auch. Vielleicht zu viele Mensch. Da war noch ein Fuck. Ich habe nur noch 10. Was vor? Der wird einfach durch die Gegend buggen, nice. Ach, das ist ja auch noch ein Fuck. Weg mit dir. Ich glaube, Level 6er kann ich dann doch wieder anpassen. Dann gehen. Danke. So. Machen wir hier noch Spark. Sollte noch irgendwo in die Richtung hier sein. Irgendwo in die Richtung von King Parker.
Da waren noch immer welche. Irgendwie funktioniert das nicht, wenn man King Packer draußen hat, dass man mehr irgendwann. Nee, du musst den Sattel haben. Okay. Du hast das erst, wenn du den Sattel mit dem hast. Ich bin dabei. Ich weiß aber nicht mehr, für den Sattel brauchte man irgendwas. Den Sattel habe ich. Ich glaube, ich habe. Und Stahlschlüssel damit. Ich habe keinen dabei. Das King Packer ist wieder da. Es sind immer keine Sparklets. Dann können wir ja nochmal kämpfen. Doch, hier hinten sind welche. Jetzt habe ich noch Wax gebraucht. Komm schon. Ah! Mein Au. Ah, das war sogar mein Fangbonus. Nice. Kommst du zu dem King Packer? Ja, im Moment, ich stelle gerade noch ein olympisches Feuer auf. Nice. So, 3 Elektrodrüsen habe ich jetzt. Was sind sie so aggressiv? Was fliegen sie hier so rum? Da muss ich ja. Widersprechen? Nee, da muss ich ja den zu Bette schicken. So, Fließbandwerk muss ich skillen. Und das Gigaschild hole ich noch. Noch ein Level, dann könnte ich eine richtige Pistole herstellen, aber wir bräuchten halt echt extrem viel hochwertiges Palöl. Das wir so noch nicht herstellen können, aus irgendeinem Grund. Mit euch hier. Weg mit dir. Okay. Ja. Dann let's go. Achso, du, ich wollte gerade sagen, warum sind hier 2? Weg damit! Ich habe mal mein Dings weggeholt. Das brennt nicht auch mal. Ist da noch eine goldene? Ich oder? Du kannst, ja?
Ist deins? Nice. Nice. Sehr schön. Was hat der für Probleme? Ich weiß auch nicht. Die sind gerade irgendwie. Die sind anders drauf. Okay, dann war jetzt dumm. Ja, jetzt habe ich auch meine Golden geworfen. Okay. Zubi. Schon. Nice. Sehr schön. Mal Panking und Chile auch einmal machen. Panking weiß ich jetzt gar nicht, ob wir den nochmal machen können, aber wahrscheinlich, oder? Die anderen beiden auch wieder gespawnt sind. Habe ich eigentlich noch Lichtmund gebraucht? Ich brauche. Brauchte ich noch einen Lichtmund? Nein, habe ich nicht mehr gebraucht. Gut, perfekt. Aber ja, die anderen beiden können wir auch noch machen. Bin auch schon am Schnellreiseding. Dann gehen wir mal kurz gucken, ob wir Panking noch machen können. Dann machen wir noch einmal den Panking. Ich habe sogar noch Megasphere. Aber diesmal würdest du ihn bekommen. Achso, okay. Okay. Ja, wir können den wieder machen. Was hast du hier? Was ist das? Das Foxpax? Ja, okay. Ja, schon gerade, das war irgendwie so eine Flamme oder vielleicht eine Kiste. Aber dem war nicht so. Geh schon mal rein. Okay, ich versuche rüber zu fangen. Einmal raus. Ja. Nice. Gucken wir mal. Gucken wir mal am Pingulett. Brauchst du keine mehr. Zwischen der Wahl stehen, sterben oder wenn sie mitkommt. Weise Wahl. Weise Entscheidung. So, dann bleibt uns da noch Chillet. Jawohl. Wobei ich gesehen habe, es gibt auch schon den nächsten potenziell. Ja, ich weiß, den. Hier so ein Ding, ne? Wie heißt er? Und zwar einen Level 17. Oh, ich glaube, oh. Es ist ein Wasser-Pokémon bei dem neuen. Pal. Ja, ein Wasserpal, ja.
bei dem neuen Ding, den wir gefangen haben. Hast du den auch schon auf der Karte drauf? Ja. Den... Ach, wer ist der? Azurobe. Mhm. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das wassertechnisch laufen soll. Nice. Oh, hier kämpfen wieder zwei Momorests gegeneinander. Okay, ich habe gerade einen Alpha Tefanten gefangen. Und er hat mir ein seltenes Organ gegeben. Okay. Ja, also ich hätte schon fast gesagt, ne? Wenn zwei sich streiten. Bleibt der dritte nebenan stehen und wartet, bis die sich fertig gestritten haben und schlachtet dann den Rest aus. Vielleicht. Geht besser nicht so nah ran. Bei Nightwing ist ein Schatz. Nightwing hat sich gedacht, Haters gonna hate. Er ist gonna 0,07% den zu fangen mit so wenig HP. Ach stimmt, hast du noch eine Sphäre, eine gute? Eine Megasphäre, ja, das war's, aber also keine gelbe. Au. Au, das tut die ganze. Mein komplettes Schild erstmal wegmachen. Oh no! Jetzt hat der andere hat ihn getötet. Ich gehe mal kurz auf meinen Chillit und dann soll mein Chillit gleich ein bisschen Damage machen. Also mit 0,07, also ich weiß nicht, ob das. Ich versuche mal. Wenn wir den gekillt kriegen, dann habe ich schon Win. Okay, hol mal weg. 0,1%. 2%. Nee. Okay. Ansonsten müssen wir halt umbringen. Oh! Da hat einmal hat's gewackelt! Nein! Okay, wir müssen es umbringen. Oder? Wobei habe ich noch. Nee, ich habe gar nichts mehr. Ich hab gar nichts mehr. Ja, 0-0. Was droppt der? Hochwertiges Palmöl 6! Er hat 6 hochwertige Palmöl. Der hat doch da unten. Der da unten hat doch auch was droppen lassen. Oder? Genau, war das für uns wollen. Und? 10 Stück! Heftig. Ja dann. Wir sind mal hart mal in Zukunft machen, ne? Ja, aber nur wenn zwei sich streiten, ne? Also, das sehe ich aber nicht. Wenn wir das andere geschafft haben, sehe ich das andere auch schon. Ganz ehrlich. Also, Solo, also von 100 auf 0 hätten wir den nicht bekommen. Von 100 auf 0 hätten wir den nicht bekommen, weil, also mein Nightwing ist bei nichts verreckt. Und das hat sich nur am Anfang mal ein bisschen eingemischt, wo die schon unter Half-Life war. Also ich kann nicht fangen, ne? Oh, okay. Ja, wenn du deinen Wolf hier wegholst, dann fängt hier nirgends mehr auf. Ja. Da. Das war das. Das war das, ja. Nightwing. So, dann renne ich nochmal die andere Strecke. In der Hoffnung, dass hier irgendwo noch was. Ich find's cool, dass hier immer wieder Kisten spawnen. Finde ich auch. Die Strecken musst du sowieso mehr als einmal laufen. Ich denke, das steht fest. Ja. Wird es zumindest auch nicht laufen. Langweilig. Gut, für eine Strecke musst du laufen. Wenn du Pal sammelst, dann musst du ja auch öfters mal irgendwo lang. Um die zu suchen. Achso. Ja, ich finde. Der hat das eigentlich ganz gut gemacht.
Weil die da wirklich wichtiger sind ja eigentlich diese Liftmunk-Statuen. Und die respawnen ja nicht. Dementsprechend. Genau. Statt eigentlich. Liftmunk respawnt nicht. Ich glaube, ich nehme einen Dire Howl raus. Ich will wieder einen Endking mit dabei haben. Damit er mir Zeug machen kann. Megasphäre. Stück gehen gerade. Weil nicht genug Stein. Machen wir 25 Stück. Penking macht Holz. Pengolet hat endlich mir ein paar Fasern gebracht. Deswegen ich dann hingehen kann und kann... Was wollte ich denn damit machen? Einen King Parker Sattel. 2 Stück. Das war dumm. Abbrechen. Einen erstmal. Also 10 Zement sind schon mal fertig. Nice, hochwertiges Palöl ist so gut. Okay. Das hier mal alles da rein. Dann hier noch das Gold rein. Okay. Ich könnte eine alte Pistole machen. Oder eine Muskete, aber ganz ehrlich. Oh, Schießpulver übrigens auch keine Ahnung. Das hat bis jetzt nur ein einziges Vieh. Dieses Totoko. Was ein Habitat hat, wo wir noch nicht waren. Easy. Das hat das nämlich, das hat Schießpulver gedroppt. Ja. Ja. Dann... Keine Ahnung. Weiß nicht. Ich glaube, man konnte auch keinen Schieß... Konnte man Schießpulver was skillen? Doch! Wait! Doch! Never mind! Ich kann auch Schießpulver machen. Ha! Das ist doch Schwefel und Holzkohle. Machen wir noch ein bisschen Schießpulver. Zement liegt auch drin, seltenes Organ. Erzielt beim Händler einen guten Preis. Ah. Ha. Die Rubine genauso. Ach oh Gott, sorry. Oh. Eieieiei. Das war sehr laut. Die ganze Zeit schon irgendwie was in der Nase. So. Pengolet. Der ist aber auch schon ziemlich hochgelevelt. Holy shit, der ist Level 19. Daher. Die sind alle hungrig. Warum seid ihr hungrig? Ich hab doch einen Futterbeutel. Ja, vielleicht werden die doch gefüttert. Weiß ja keiner. Hast du was im Futterbeutel drin? Ja, ich habe Futter im Futterbeutel. Futter im Futterbeutel. Flintenmunition haben wir auch noch. Könnte auch schon. Warte. Kann ich so eine Mega? Nee. Wo wird die
Wo wird diese Megaschildgedöns hergestellt? Am Fließbandwerk. Okay. Oh, ich kann einen Generator schon bauen. Bauen wir einen Generator? Wo soll ich das ganze Elektrozeug hinmachen? Ich würde das hier außen hin irgendwo. Wahrscheinlich dort, wo. Eigentlich würde ich das hier so hinsetzen. Warte mal, ich baue mal gerade noch was, bevor du hier. Ich setz mal hier so einen Generator. Ich setz mal hier so einen Generator hin. Elf Minuten, what? Richtig motiviert. Bom, 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 bom. Holzboden, seid ihr des Wahnsinns. Oh, warte mal. Ben King. Elfmal. Dann geht's auch 5000 Mal schneller. Wenn der noch auch noch mithilft. Helfen Sie! Ja, und da geht wieder einer. Weil hungrig. Nice. Also das heißt, wir müssen Marmorest machen für die Öle. Okay. Oh Gott. Jetzt helfen aber gerade viele. Lustig. Ich hüpfe in der Luft und dann denke ich so. Eieieiei. Es ist cute. Guck jetzt mal, wie es mit dem Ei aussieht. Cute als die Polizei erlaubt. Hä? Ei müsst ihr jetzt auch schon. Oh, das Ei ist ausgebrütet. Eieiei. Speicherkapazität. Komm mal hier rüber und brüte das Ei aus. Ja, warte. Ja. Wir brauchen nur noch den preiswerten Fließbandwerk und dann kann ich. Dann kann ich noch einen. Das ist da, ja, da wo ich das Ei. Wir brüten! Und brüten! Ein Dummut! Ein Dummut hat das Licht der Welt erblickt. Was? 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 Was, dass er tot sein könnte? Es geht bei dir. Das ist ein Paldex-Eintrag. Dummut. Wenn dieser Pal sich allzu sehr entspannt, sinkt seine Reaktionszeit ins Bodenlose. Auch wenn man ihn in Würfel schnitte, würde er wahrscheinlich erst am folgenden Morgen merken, dass er tot sein sollte. Ach Gott. Hä? Ach Gott. Okay, man kann aber. Naja, er ist jetzt nicht so krass gut, ne? Es geht. Ist auch noch Level 1. Oh no, oh no, oh no. Übrigens, wenn man. Ich bin ins Feuer gelaufen. Wenn man ins Feuer läuft, mega lustig, dann regeneriert sich das Schild die ganze Zeit. Kriegst eigentlich keinen Damage mehr. So. Fließbank, anderes. Oh Gott, 20 Nägel, 50 Holz, 100 Metallbarren. Wir haben keine Metallbarren mehr? Ja. Nägel. Haben wir noch mal so viele? Wird ja noch nichts gemacht. Ich gehe mal kurz nochmal rüber zum anderen Lager und schau mal, wie es dort mit dem schönen Eisen aussieht. Ha,
haben wir auf jeden Fall nochmal 12 Metallbarren. Gut. So. Opa. Bären sind halt wirklich strong. Das ist halt krass. Okay. Was machen Sie gerade? Stein transportieren. Okay. Ist das übergelaufen oder was? Nee, ich hab Stein gebraucht. Also dachte ich. Achso. Guck mal, ob ich auf 200 Stein komme. Das Sparkit. Findet das Sparkit, genau. Ich würde gern Sparkit benutzen, ja. Der Alpaka-Sattel ist fertig. Der King-Packer-Sattel, sorry. Warte, ich würde jetzt einmal gerne gucken. 950. Ich hab da einen King Parker Sattel. Warum habe ich den King Parker Sattel jetzt nicht? Also bei mir. Ah, ich habe jetzt einen gemacht. Okay. Wie viel hast du jetzt dazu bekommen? Opa. 100. 100? Okay. Dann ist. Ich gehe schwer davon aus, es ist auch nicht prozentual. Also. Wenn doch, wäre nice. Aber ich glaube eher weniger. So. Er hilft, glaube ich. Ne, er hilft nicht direkt hier. Ja, bräuchte halt noch. Ich bräuchte noch zu viel, um diese Fährenbank zu bauen. Ich bräuchte auch noch extrem viel Holz. So, warte, Holz haben die aber, glaube ich, auch relativ viel. Ich bräuchte in dem anderen Lager. Da kann man sich einfach was lieben. Wir lieben uns ein wenig Holz. Ja, 30, danke. Bei uns liegt auch noch viel im Holzfäller, oder? Ehrlich, wurde das nicht abtransportiert oder was? Auch nicht. Nö. What? Oh, okay. Ja, ich bin leicht überfüllt. Also ich überfordert, musste gerade dreimal laufen, um diesen Stein wegzubringen. Nee, ich muss zweimal laufen. Und doch. Okay, dann haben wir echt noch ganz viel Holz hier. GG. Das bedeutet, ich muss noch einmal meinen Armbrust auf wieder reparieren. Sehr schön. Nochmal meine Metallrüstung, das da. Nee, das da reparieren wir mal nicht. Wenn wir bald die anderen Sachen da bauen können. Da mal.
Ich würde ja jetzt schon gerne diese Dingsbank da bauen, aber jetzt sind wieder. Du hast Metallbarren verbraucht, oder? Hm. Ja. Schade. Was ist das olympische Feuer eigentlich hingestellt? Steht das im Haus? Die. Das Holzfällerlager, glaube ich. So, ich würde mir jetzt mal noch eine. Kann ich mir noch eine tragbare Laterne machen? Wir auch 20 Metallbarren. Ja, komm, mach. Wir wollen eh noch viel zu viel Metall. Ist halt schade, dass die sich nicht das Metall dann auch selber irgendwie dort reinlegen. Das wäre, also das Erz dort reinlegen, das wäre wirklich sehr krass. Würde mir gefallen. Ja auch. So, wie viel habe ich dazu bekommen? Ja, 1000, glaube ich. 1000 bekommt man dazu. Das ist also nicht prozentual. Ne. 1100. Da ist noch ein. Nicht so dreist. Sind wir nicht dreist. Ja, nice. Noch eins. Okay. Das wird zu viel. Hä? Bleiben sie drin? Nice. Bonus. Dinosaurenbonus. Was? Ja, da waren Dinosaurier. Steh einfach hier, Snack. Gut, verständlich. Boah. Ist das ein Brummer? So reitet ja, man ja. Also auf einem Pinkpacker. Ja. Das ist ein King. Am besten gefällt mir, wenn man springt und er so die Hinterläufe von sich streckt. Warte, was? Nice. Nice. Noch 20 Zement. Wofür brauchst du noch 20 Zement? Blumenbeet. Achso. Machst du dann auch Hackklotz und Beil? Nee. Soll ich das machen? Das ist für Abbau Beils besser zu machen. Ja, kann ich machen. Das ist ja okay. Wie das andere Beil ist. Nee. Ich geh mal gerade bei das andere Lager. Und setz da mal den besseren Feuerdude ein. Let's go. Better Feuerdude. Yep. Zack. So, beide schon fertig. Perfekt. Beginnen wir also die Produktion. Vielleicht wäre doch schlauer, wenn wir noch einen Brutkasten bauen. Noch einen Brutkasten. Wir haben so viele Eier, dass die immer mehr in diese Kiste reinpassen. Okay. Ist halt auch wahr, ne?
Ist halt auch wahr. Nur hier unten ist gar kein Platz mehr. Ist ja auch blöd. Würde ich sagen, bringe ich den Brutkasten nach oben. Okay. Oh no, es laggt. Oh no. Oh Leute. Und tun Sie etwas? Sind wieder rausgeflogen. Ja gut, dann würde ich auch behaupten, reicht es für heute. Hast du noch irgendwie was Wichtiges am machen? Brutkasten am Bauen. Der ist fertig. Willst du noch ein Ei reinlegen? Du ja, kann ich noch machen. Aussuchen, welches. Okay. Ja, dann haben wir noch richtig... Dann haben wir noch richtig viele Eier, ne? Dann lege ich da so ein... Eier, dass ich sogar drüben im Lagerhaus auch noch Eier hin platziert habe, weil ich keinen Platz mehr hatte. Ja, dann nehme ich so ein Jumbo-Ei. Ja. Leg dieses Jumbo-Ei da rein. Und, dann guck ich mal, wie es sich fühlt. Von der Temperatur. Etwas warm. Es gibt einen Luftkühler, kannst du den bauen? Luftkühler. Eiskühler meinst du? Ja. Den kann ich bauen, ja. Ich glaube, das müsste dem helfen. Kann nicht gebaut werden, wenn ein anderes Objekt oder eine Figur im Weg ist. Ich kann den nicht da... Ah, jetzt. Da war irgendwie ein Pal oder so. Keine Ahnung. What the hell? Ich hab den jetzt direkt da daneben gebaut. Na gut, den kann man ja auch nochmal umbauen, wenn man das macht. Wenn man das will. Egal, ja, dass das passt. Super. Weil dann kann der auf jeden Fall auch nochmal glücklich sein. Happy! Happy Ei. Eieiei. So, was sagt das Ei? Das Ei sagt, es ist mir trotzdem immer noch zu warm. Ah ne, der benötigt auch... Ja, das Problem ist, der benötigt Kühlung. Und theoretisch kann sogar der das kühlen. Er muss es auch wollen. Problem ist, Lichtpunkt ist da, glaube ich, im Weg. Geht auf den Fetzer. Verdammt. Ne, da sagt er immer noch, ist ein bisschen warm, obwohl nötig Kühlung. Weiß ich nicht. Passt schon. Ne. Sagt etwas warm. Keine Ahnung. Ich hier das nochmal. Nee. Da brauche ich noch vier Stück. Vier Stück. Eins verstärken. Ah, da kann man noch ein bisschen Max LP. Bisschen Max LP hoch. Dann kommen wir auch noch einmal. Da braucht schon die richtig krassen. Jetzt. Okay, gut. Dann haben wir es wieder für heute. Dann danke ich allen, die zugeschaut haben und die auch mit uns durch die schwere Internetkrise sich gearbeitet haben.
an YouTube. Ihr habt davon nichts mitbekommen. Das ist sehr schön für euch. Ich mache das ja auch gerne. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Bye bye.